Hallo und herzlich willkommen im Podcast über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin aus Bielefeld, also aus der Stadt, die es nicht gibt. Und ich habe gerade Sprachschwierigkeiten. Ich bin gerade ein bisschen in Eile, wollte aber trotzdem jetzt noch vor dem Wochenende eine kurze Folge aufnehmen. Und deswegen bin ich hier und beeile mich. Ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde, dürfte eigentlich gar nicht überziehen. Also versuche ich möglichst stringent das durchzugehen, was ich vorhatte. In meinem Podcast geht es, wie ihr wisst, ums Stricken und Wolle und andere strickbezogene Themen. Und heute habe ich, zeige ich ein bisschen was und erzähle ich ein bisschen was. Wie gesagt, wir haben nicht sehr viel Zeit. Es passiert gerade so ab der zweiten oder seit der zweiten Jahreswoche findet gerade sehr viel statt im Hintergrund. Ich habe große Aufträge, also ich habe zwei Buchübersetzungsaufträge, gerade einen im Strickbereich, einen im literarischen Bereich, also so eine Abhandlung, fast ein Roman übersetze ich und halt ein Anleitungsbuch. Dann habe ich bei der Arbeit einiges zu tun, also bei der Angestelltenarbeit von mir auch noch einiges zu tun. Ich habe einige Strickanleitungen zu schreiben, die ich eigentlich schon vorgestrickt habe und angefangen habe zum einen oder zum Teil angefangen habe zu schreiben, aber noch nicht alle Größen berechnet habe und so Sachen. Ich nehme ein Tutorial oder eine Tutorial-Serie auf im Hintergrund. Das ist, also ihr merkt, ich bin nicht nur in Eile heute, sondern ich habe irgendwie sehr viel zu tun und muss mich wirklich konzentrieren. Also ich muss mich wirklich disziplinieren und dazu fast schon zwingen, eine Sache rauszugreifen und konzentriert eine, zwei Stunden daran zu arbeiten, damit das vorwärts geht und damit ich mich nicht verzettele, was mir ja schon mal passieren kann. Nicht häufig, aber es passiert. Dann würde ich sagen, ich steige ein damit, was ich anhabe. Den Pullover trage ich viel und habe ihn auch schon mehrfach im Podcast gezeigt. Daher ganz kurz, das ist Braids of Grass von Ailbiona McLaughlin, eine schottische Designerin. Den Pullover habe ich im Jahr 20 oder zwischen den Jahren 2021 und 2022 gestrickt aus Bluefells Leicester Fleece Decay von West Yorkshire Spinners in einer meiner Lieblingsfarben Ecru. Diese Farbe und dieses Garn gibt es auch in meinem Etsy Shop. Und der Pullover wird mit Rundpasse gestrickt, mit diesem wunderbaren und wunderschönen Zopfmuster, ohne verkürzte Reihen für die Formung des Rückens. Daher kann man den Pullover, also ein Vorteil ist, man kann den Pullover quasi umdrehen, man kann ihn tragen, wie man möchte, mal so, man muss nicht darauf achten, wo hinten und wo vorne ist. Auf der anderen Seite drückt so ein bisschen die Vorderseite nach oben, so den Hals zu, sage ich mal. Wenn man da empfindlich ist, muss man aufpassen. Wegen dieses Zopfmusters ist das aber designerisch sehr schwer, da verkürzte Reihen reinzubringen, außer dass man sie vielleicht unter dem Zopfmuster machen könnte. Aber meiner Erfahrung nach funktioniert dieses Shaping sozusagen beim Rücken nicht so gut. Von daher hat, glaube ich, die Designerin deswegen darauf verzichtet. Aber ich trage ihn trotzdem sehr gerne. Das ist ja kein hoher Stehkragen oder sowas. Und wenn man das so ein bisschen nach vorne zieht, dann passt das schon. So, das Schöne bei diesem Design ist, an den Ärmeln und unten am statt Bündchen hat man noch so ein bisschen Zopfmuster. Ja, so dass man so eine schöne Form hat halt am Ende. Im Moment ist mir so ein bisschen warm, deswegen muss ich die Ärmel hochziehen. Ja, ich werde mein Projekt und das Projekt von der Designerin auf Ravelry verlinken. Wenn sie eine eigene Internetseite hat, versuche ich sie zu finden und auch zu verlinken. Für diejenigen, die nicht auf Ravelry sind. Ja, wie gesagt, das Garn gibt es auch noch in dieser Farbe und vielleicht in anderen Farben in meinem Etsy-Shop. Also wenn ihr
den Pullover nachstrecken wollt. Noch ist kalt, noch könnte man den sehr gut tragen. Die Wolle ist nämlich richtig warm. Irgendwas wollte ich sagen dazu? Nee, weiß ich nicht mehr. Dann habe ich ja schon gesagt, ich arbeite an mehreren Designs von mir und gerade läuft ein Teststrick für ein kleines Design, zu dem die Anleitung am kommenden Sonntag, am 14. Januar, erscheinen soll, also veröffentlicht wird auf meinem Patreon-Kanal, auf Ravelry und wahrscheinlich auf Etsy. Und im Nachgang schaue ich, wo ich die Anleitung noch naja, auf anderen Plattformen veröffentlichen kann. Und das ist die Anleitung zu meinen Hügelhandschuhen. Ja, das sind beide in meiner Größe. Sie sind ebenfalls aus Blueface Lester Fleece Decay von West Yorkshire Spinners gestrickt. Das ist ungefärbt, genauso wie das, soweit ich weiß. Das ist das, also die Reste dazu. Daraus habe ich zum Teil, glaube ich, also einen Handschuh von mir gestrickt und beide Handschuhe von meiner Tochter in Größe 3. Die habe ich leider nicht da, weil sie sie heute anhat. So, und das Garn ist, wie gesagt, Blueface Lester Fleece Decay. Das ist dieses hier, also Vlies. Und da sind, also das Garn zeige ich wirklich sehr, sehr häufig in dem Podcast. Da sind 225 Meter auf 100 Gramm und das ist Dark Brown, also dunkelbraun. So, genau. Und man braucht für meine Größe, das war Größe 5 von 7. Ich werde also Größen 1 bis 7 haben. Die Größe 1 hat den Handumfang. Jetzt muss ich mal schauen, gerade kurz. Entschuldigung. Die Größe 1 hat den Handumfang, also hier gemessen, hier über dem Daumen gemessen, einfach nur quasi in Runde. 12 cm. Die größte Größe hat 24 cm und dazwischen sind dann alle Größen im Abstand von 2 cm verzeichnet. Also haben wir Handumfang 12, 14, 16, 18, 20. Ich habe 20, 22, 24. Also eigentlich eine Kleinkindgröße bis eine große Erwachsenengröße müsste ja, möglich sein. Der Handschuh ist jetzt, wie gesagt, im Test. Ich habe heute hier einen Faden rausgezogen. Er ist recht einfach. Also mein Anspruch war wieder etwas Einfaches zu entwerfen, was man an einem, zwei Abenden stricken kann für einen Erwachsenen. Das ist kraus rechts gestrickt. Hier gibt es Zunahmen für den Daumen. Gut, denn das hier ist auch alles kraus rechts gestrickt. Hier sind schöne Abnahmen, die man quasi gar nicht sehen kann, das, was ich sehr schön finde. Und hier ist einfach nur ein zwei links, zwei rechts Bündchen. Man verwendet Nadeln 3,5 mm und 4 mm und man kann sowohl mit Magic Loop als auch mit Nadelspiel oder das meiste davon natürlich mit kurzen Rundstricknadeln stricken. Das ist alles in der Anleitung aufgeführt. Was noch dazu? Natürlich kann man auch andere Garne nehmen. Also man muss nicht BFL von West Yorkshire Spinners nehmen, obwohl mich das freuen würde, wenn ihr das Garn dafür bei mir im Etsy-Shop kaufen würdet. Aber man muss es nicht. Auch andere natürliche Garne passen ganz gut. Warum sage ich natürlich? Wichtig ist bei diesem Gestrick, das ist ja kraus rechts gestrickt, dass das Garn nicht ausleiert. Das sollte also optimalerweise ein nicht superwash behandeltes Garn sein, das eine eigene Sprungkraft und Flexibilität hat und sich nicht dann direkt ausdehnt nach dem Waschen oder mit dem Tragen und dann schlabbert der Handschuh so. Das möchte ja keiner haben. Und ja, wie gesagt, beabsichtigt ist, dass ich am 14. Januar 2024 die Anleitung veröffentliche. Ich werde auf Instagram darüber berichten, beziehungsweise dazu wahrscheinlich einen Post machen. Ich hoffe, das funktioniert, dass ich es tatsächlich am 14. veröffentliche. Sonst kommt die Anleitung vielleicht ein paar Tage später, falls es jetzt noch passieren sollte, dass viele Korrekturen von Testerinnen kommen. Wobei, also das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, weil die meisten haben schon den ersten oder sogar beide Handschuhe gestrickt, zumindest in einer Größe. Und da gab es kaum bis gar keine Anmerkungen. Ich denke mal, das wird am 14. gut funktionieren.
Und ja, hier liegt auch meine Anleitung in ausgedruckt. Sie wird natürlich bunt sein, also so ein bisschen bunter als hier. So, und ich habe irgendwie so eine Eingebung gehabt, dass ich die also versuchen möchte, meine eigene Anleitung noch ein bisschen anders zu stricken. Und das mache ich aus diesem Garn, aus diesem sehr, sehr schönen, lustigen Garn von Kulana. Moment, das ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Das ist also Kulana, Wolle macht glücklich. Das ist auch Blueface Lester, aber Superwash. 262 Meter auf 100 Gramm, also etwas dünner. Und die Färbung heißt Valentina. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich von der Handfärberin tatsächlich gekauft habe oder ob ich von, also ich denke mal, das war die Handfärberin, die halt genau dieses Garn auch färbt. Jedenfalls habe ich in Düsseldorf auf dem letzten bisher stattgefundenen Wollfestival in Düsseldorf diese Wolle gekauft und daraus ein Pullover für meine Tochter gestrickt und habe halt noch 100 Gramm übrig gehabt und dann dachte ich, ich stricke mal diese Handschuhe, aber andersherum. Ich stricke jetzt das statt Bündchen direkt kraus rechts und ja, habe vor, ein langes Kraus-Rechts-Bündchen zu stricken, damit ich ihn umschlagen kann und hier so richtig schöne Krause oder wie das heißt, Kreppe, Kreppe, weiß ich nicht. Irgendwie ist irgendwas mit Kr müsste sein. Also bitte drunter schreiben, wenn euch jetzt einfällt, was ich meine. Also ich meine halt einfach nur so ein umgeschlagenes Bündchen, damit es an der Hand so richtig, richtig schön warm ist und die Handfläche, also die Hand. Die Handpartie und den Daumen werde ich wahrscheinlich entweder glatt rechts oder zwei rechts, zwei links stricken, habe ich mir gedacht. Ich möchte das auf jeden Fall ausprobieren. Wenn es funktioniert, dann werde ich das in der Anleitung ergänzen, sodass diejenigen, die die Anleitung jetzt am Sonntag oder halt demnächst kaufen sollten, auch Varianten zu diesen Handschuhen oder zu diesem Muster haben würden. Die Anleitung bekommt man übrigens kostenlos, wenn man Patreon-Mitglied bei mir ist. Die Adresse für meine Patreon-Seite findet ihr auch in der Beschreibung, wie immer. Dann weiterer Strick-Content. Das wird auch der letzte Strick-Content heute sein, ohne dass die Folge dann direkt vorbei ist. Ich habe nämlich noch ein bisschen nicht strickbezogenen Content oder Inhalt. Und zwar. Genau, ich habe, also jetzt noch Strick-Content. Ich habe ein interessantes Garn entdeckt. Jetzt habe ich dooferweise keine Banderolle. Ich hole sie mal schnell. So, ich habe ein interessantes Garn entdeckt. Das ist von Rico Design, Superbar Alpaca Luxury Socks. Alpaca hört man bei mir nie so häufig, weil ich ja Alpaca nicht so gern verstricke. Aber bei diesem Garn haben wir, das ist Sockengarn übrigens, 62% Schurwolle, 23% Polyamid und 15% Alpaka. Also es ist nicht viel Alpaka drin. Und das sind 310 Meter auf 100 Gramm. Und ja, ich stricke ja nicht so gerne Socken. Und trotzdem habe ich sehr viele Sockenwollen und sie alle in ja, Sockenwollstärke, also vierfädig. Und da stricken sich die Socken natürlich auch relativ lang, wenn man sie nicht gerne strickt. Also manchmal überkommt mich so eine Laune, die mich fast jeden zweiten Tag überkommt, würde ich sagen, dass ich mal an den Socken, ja, die bei mir in Arbeit sind, weiter stricke. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so wie das kleinste Übel, bevor es zu langweilig wird, also bevor ich gar nichts mache. Ja, also mit den Händen, während ich mit jemandem telefoniere oder irgendwie was gucke oder was auch immer. So, deswegen dachte ich, ich probiere mal dickeres Sockengarn und habe halt dieses gekauft, weil mir die Farbe gefällt. Das war leider die einzige Farbe bei dieser Wolle, die mir gefallen hat. Diese gefällt mir dafür aber umso mehr. Und ich habe jetzt an zwei, ja, an einem Abend und ein paar Minuten quasi so weit gestrickt. Ja, also ich stricke einfach nur eine ganz normale Socke mit Schmetterlingsferse. Glaube ich, heißt das. Also mit verkürzten Reihen wird die Ferse gearbeitet. Ja, und bin bald fertig. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mit Maschenstich
die Spitze zumachen werde oder ob ich einfach nur so weit abnehme, dass ich einfach nur quasi am Ende zumachen kann. Das haben wir nämlich, das habe ich als Kind so immer gemacht. Meine Oma hat mir das auch so beigebracht, dass ja, man die Socke quasi komplett einfach abnimmt und dann zuzieht und dann war es das. Ja, also so weit habe ich gestrickt und ich wurde eben schon wieder unterbrochen mit einem Telefonat. Ja, wie ihr das von mir wisst oder kennt, das passiert mir eigentlich jedes Mal, wenn ich aufnehme, dass irgendetwas passiert. Ja, also ich bin bisher sehr zufrieden. Ich habe, also das ist die erste Socke, die ich mit einem Garn dieser Stärke oder dieser Dicke stricke. Ich habe schon mal Socken für meine Tochter mit doppelt gehaltenem Sockengarn, vierfädigen Sockengarn gestrickt. Das war schon ein bisschen komisch. Der ist dann so steif, die ist dann so steif, die Socke. Und diese ist natürlich auch etwas steifer als eine dünnere Socke. Deswegen bin ich bei mir beim Stricken nicht so, ich weiß nicht, ich bin nicht ganz glücklich über das Gefühl beim Stricken, aber ich bin total glücklich darüber, wie die Socke aussieht, wie sie sich anfühlt und wie schnell sie wächst. Ja, also nur zur Info für euch sozusagen, dass ich jetzt auch dickere Sockengarne verstricke. Mal schauen. Apropos Sockengarne, ich ja, bin ja auf der Suche nach plastikfreien Sockengarnen, die aber nicht ja, schnell durchgelaufen werden, von mir zumindest. Ich hatte ja auch Mundim ausprobiert, das ist 100% Wolle, nicht Superwash und ja, die laufen sich bei mir sehr schnell durch. Die Wolle liebe ich, aber halt nicht für Socken. Deswegen teste ich jetzt gerade eine Sockenwolle mit Leinen statt Polyamid von Kremke Soulwool, glaube ich. Und davon wird es bald etwas auch in meinem Shop geben. Ja, also ich kündige jetzt schon mal an, es wird bald eine plastikfreie Sockengarne bei mir im Shop geben, in wunderschönen Pastellfarben, die ja zum Sommer ganz gut passen könnten. Und wir haben ja bald Sommer. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, also seid gespannt. Das war's für heute mit dem Strick-Content. Ich habe aber noch, ihr werdet es nicht glauben, Näh-Content, aber keinen genähten ja, Kleidungsstücke oder sowas. Ich habe ja mit der Erstellung des ja, so Weihnachtskostüms, sage ich mal, beziehungsweise eines Kostüms für die Schulaufführung vor Weihnachten für meine Tochter, habe ich ja angefangen, per Hand zu nähen. Ich habe darüber ganz ausführlich berichtet. Darüber gibt es eine Folge, wo ich dann halt über dieses Baumkostüm erzähle. Und da ist mir zum ersten Mal in meinem Leben aufgefallen, dass man das Nähen ähnlich methodisch gesehen und psychologisch gesehen ähnlich gestalten kann wie das Stricken. Sprich, man macht, aber also wenn man gescheit, also systematisch mit per Hand oder mit der Hand näht, dann macht man ja auch viele kleine monotone Bewegungen. Man muss aber auch intellektuell an die Sache herangehen. Man muss ja planen, ausschneiden, ausmessen, entscheiden, auswählen und so weiter. Und das macht eine Tätigkeit für mich interessant, insbesondere wenn sich dieses Intellektuelle mit dem Handwerklichen vermischt, so wie beim Stricken. Und ja, da war es beim Nähen dieses Kostüms, war es halt so, dass ich ja lange Bahnen oder halt, weiß nicht, 50, 60 Zentimeter einfach nur eine Naht machen musste. Und währenddessen konnte ich mich unterhalten, ich konnte irgendwas gucken, irgendwas hören. Also das war zwar wichtig, da bei der Sache zu sein, aber man konnte trotzdem auch am Leben teilnehmen. Und so ist mein Interesse am Nähen gewachsen. Und zwar so weit, dass ich sogar ein Buch gekauft habe. Und nicht irgendein Buch, sondern ein Buch von einer YouTube-Näh-Koryphäe, was das historische Nähen angeht. Ich spanne euch nicht lange auf die Folter. Das ist dieses Buch. Das Buch von Topp Verlag. Das Buch heißt Die Kunst des Nähens. Traditionelle Handnähtechniken für eine perfekt angepasste Garderobe.
Es hört sich schon sehr, sehr, sehr romantisch an irgendwie. Also die Kunst, das Wort Kunst liebe ich einfach nur. Und das Buch ist von Bernadette Banner. Das ist auch diejenige, soweit ich weiß, die auf dem Bild abgebildet ist. Sie hat auch einen YouTube-Podcast, in dem sie wirklich wunderschöne Sachen zeigt, wie sie sie näht, wie sie an die Planung herangeht, was dafür notwendig ist. Und in diesem Buch erklärt sie die Grundlagen des historischen Nähens mit der Hand. Ja, für alle, die daran interessiert sind. Das Buch ist ins Deutsche übersetzt aus dem Englischen. Der Podcast ist auch in Englisch. So, das Buch ist, wie ihr seht, vom Topp Verlag. Die Übersetzung der deutschen Ausgabe ist von Wiebke Kaber. Ich finde das sehr wichtig zu nennen. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist relativ frisch auf dem Markt, soweit ich weiß. Ach, nee, hier steht 2022. Also ich habe das Buch dieses Jahr entdeckt und bin sehr glücklich darüber, dass das passiert ist. So, ich muss mal gerade schauen, wie spät es ist. Ja, ich muss ganz bald aufhören. Und ich habe schon angefangen zu lesen. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ich bin auf Seite 27, aber ich bin total fasziniert. Das Buch ist richtig gut, ist schön geschrieben. Gut, hier und da merkt man, dass diejenige, die das Buch geschrieben hat, auch viel redet. Man merkt halt also ich schreibe ja und rede beruflich und ich prüfe auch Texte beruflich oder korrigiere sie. Also mir ist aufgefallen, dass ihre Sprache ist leicht zu lesen. Also natürlich ist sie übersetzt, aber die Übersetzerin muss ja sich stilistisch an den Ausgangstext anlehnen. Und so merkt man, dass die Autorin des Buches es gewohnt ist, Sachen, über die sie spricht, mündlich zu erklären. Ja, das führt dazu, dass einzelne Sachen so ein bisschen oder einzelne Gedanken so ein bisschen ausschweifender erklärt werden oder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht direkt auf den Punkt gebracht sind. Aber es ist, wenn man das Buch abends liest, ist es angenehm. Ja, das belastet mich nicht und es ist nicht viel Text, also nicht übermäßig viel Text, sodass man irgendwie denken würde, ja, so viel will ich gar nicht lesen. Doch, das passt schon alles. So, das ist der Inhalt. Also das Inhaltsverzeichnis. Ich zeige mal kurz. Vielleicht wollt ihr ein bisschen lesen. Ich hoffe, meine Nägel sind in Ordnung. Und hier. So, und die Hauptkapitel sind Stoffe, Stiche, Anwendungen. Also wo man halt diese Stiche und Stoffe anwendet. Kleidung ändern. Gute Pflege, damit Kleidung lange hält. Ja, das war's. Es gibt am Ende noch ein Glossar und so verschiedene andere Angaben. Und es gibt ein paar Porträts über offensichtlich interessante Menschen aus der Welt der Kleidung. So, und hier geht es, wie gesagt, um das Nähen mit der Hand. Darüber, welche Stiche gemacht werden, wie man das Material raussucht. Ja, also welche Stiche es gibt und wofür sie gut sind. Wie man hier Stoffkanten versäubert und so weiter. Ja, also wirklich viele, viele schöne Texte und Bilder. Ich zeige mal, wenn ich irgendwie ein aussagekräftiges Bild finde und nicht so, nur so eine Nahaufnahme, zeige ich. So zum Beispiel sowas gibt es hier. Und so. Also ja, wie man Knöpfe macht, zum Beispiel so aus so einem Tweet-Material und so weiter. Also das Buch ist wirklich sehr schön. Auch diese Ausgestaltung finde ich. Also ich mag ja total so dieses Künstlerische beim Gestalten von Büchern. Das macht man selten so mittlerweile. Naja, weil das halt mehr kostet wahrscheinlich auch. Aber ich mag halt so dieses Antike von früher. Schön. Irgendwie langsam. Und sie ja, beginnt mit einem Plädoyer für langsame Mode, für Slow Fashion, für Selbstmachen, für Reparieren von Kleidung, für Natürlichkeit und so weiter. Und das deckt sich grundsätzlich mit meinem ja, Empfinden, was auch was Wolle angeht, was Stricken angeht, was selber machen grundsätzlich angeht. Deswegen, also bis jetzt schon eine absolute Empfehlung von mir, dieses Buch. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen
und bin sehr gespannt, wohin mich dieses Buch bringt. Und damit mich dieses Buch schneller irgendwo hinbringen kann, habe ich mich sogar zu einem Nähkurs angemeldet bei Meterweise Stoffe in Bielefeld. Das ist ein Stoffgeschäft und sie bieten halt auch ja, Nähkurse an für alle Erfahrungsstufen. Ich bin ja absolute Beginnerin und ich werde an diesem Kurs, ich glaube 17., 18. Februar ist das, auf jeden Fall Mitte Februar ist der übernächste Kurs, also in den nächsten bin ich nicht reingekommen im Januar, aber Mitte Februar ist eben noch ein Kurs am Wochenende und da werde ich dabei sein. Falls ihr also mich persönlich kennenlernen wollt und gerne auch nähen lernt oder halt näht mit anderen, könntet ihr vielleicht dazukommen. Ich würde mich freuen, die Besitzerin des Shops oder die Mitarbeiterin, ich glaube, es gibt nur eine Mitarbeiterin, also Frau Seide, falls Sie zugucken sollten, ganz liebe Grüße. Sie freuen sich sicherlich, wenn noch ein paar weitere Teilnehmerinnen dabei sind. So, genau das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft in einer halben Stunde. Ich bin total fasziniert. Ich hoffe, ich habe nicht zu so schnell gesprochen. Ich hoffe, dem konnte man gut folgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier drunter kommentiert, was ihr, ja, weiß ich auch nicht, was ihr von meinen Ideen haltet oder was euch gerade fasziniert vielleicht. Also natürlich sollte das auch Stricken sein oder Spinnen. Also irgendwie was. Etwas, woran ihr gerade arbeitet vielleicht oder was ihr euch jetzt so vorgenommen habt und ja, was euer Herz höher schlagen lässt. Das finde ich immer sehr schön, wenn Menschen mit Leidenschaft über etwas schreiben oder sprechen. Das erfüllt mich mit positiven Emotionen. In jedem Fall wünsche ich euch eine schöne Tageszeit, je nachdem, wann ihr schaut. Ich hoffe, ich kriege es hin, bis zum Wochenende die Folge auch hochzuladen. Und ja, hoffe, euch geht es gut. Und ja, freue mich auf ein Wiedersehen. Bis ganz bald. Tschüss.